Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zurück hier bei unserer Baustelle in ARK Survival Evolved. Und wieder alle mit am Start, nämlich die Danu, Hi. der Aleidoc, Heyo. Der Xar. Moin. Und der Obili. Hi. Und ich hab den Xar an, der ist schon wieder ganz voll. Ja, der. Nee, ich hab mich hier nur aus Vorsicht hingelegt, um hier nicht von unserem T-Rex geschlagen zu werden. Der ja, macht sowas furchtbar gerne an Folgenanfängen. Genau, an Folgenanfängen gibt es den berühmten. Da gibt es ja eure Gewehre weg. Ja, irgendwie, die sind noch im Höhlenmodus. Die waren eben in der Höhle sterben. Und ich glaube, wir schicken es lieber doch wieder in die Höhle sterben. Ich glaube auch. Na gut, wir haben hier unsere Arena. Die haben wir letztes Mal aus dem Boden gestampft und sind jetzt wieder hierher geflogen. Neuer Tag, neue Aufnahme. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir immer noch verstehen, was wir da gebaut haben. Aber es sieht echt, ich finde, es sieht schön aus. Wir sind gespannt, ob es am Ende so wird, wie wir es uns vorstellen. Es gibt jetzt so ein paar Projekte, die wir machen. Zum einen wollen wir da Strom reinbringen, damit wir die Flutlichtmasten installieren können. Zum anderen gibt es hier, da gibt es schon das erste Problem, sehe ich. Das schwebt. Müssen wir eventuell mit Foundations unten nochmal oder irgendwas gucken. Hier wollen wir einen Eingang bauen, dass die Dodos reingeführt werden können durch so einen kleinen Tunnel in die Arena-Mitte hinein. Und jetzt habe ich überhaupt nicht auf die Uhrzeit geguckt. Hattet ihr das? Ja, 10.31 Uhr. Wir haben am Morgen. Das heißt also, wir haben einen vollen Tag. Es wird jetzt hoffentlich nicht Nacht während der Folge. Gut. Und dann haben wir noch die Bänke aufzustellen und die Railings hier vorne. Damit fange ich jetzt mal an. Und weiß nicht, wer von euch kümmert sich um Strom? Ich. Machst du das? Okay. Ja, ich habe ja alles mit für den Strom. Hervorragend. Xar, bauen wir dann Türmchen? Türmchen. Ja, ich baue nur eben noch da nur die Türen rein für den Strom. Stau an der Baustelle. Aber cool, wenn du kurz Zeit hast, kannst du mir kurz helfen bei den Lampposts, damit ich dann weiß, wohin die Outlets kommen. Ja, kann ich gleich gerne machen. Schauen. Oh, ich kann sogar noch tragen. Wahnsinn. Lässt mich mal kurz durch, Xar. Du stehst so ein bisschen breitschultrig. Bin überladen. Ich glaube, die Lampposts, Sanu, machen wir eins höher auf die Türme drauf, oder? Dass die über den Leuten sind, im Grunde genommen. Okay. Also, wir haben Ich habe jetzt 8 Stück mit. 8 sogar, okay. Ja, ich war ein bisschen fleißiger. Ja, ist doch super. Also, im Grunde genommen werden wir ja hier wahrscheinlich hier vorne, dieses oder? Türmchen. Hier vorne wird das Türmchen kommen. Mhm. So, und dann, links und rechts von dem Türmchen je ein Lamppost, oder wie? Ja, oder ein Lamppost hin. Also dann steht auf dem Türmchen ja jemand und der Lamppost sollte halt natürlich höher sein als derjenige, der da steht, damit er über den wegscheint. Mhm. Das ist halt so der Gedanke. Wie breit möchtest du das Türmchen? Also nur eine Foundation, zwei oder so diesen kompletten Viererrahmen? Tja, ist eine gute Frage. Im Grunde genommen, also. Was machst du, Doxa? Bau dir Türrahmen rein, damit du einmal unten rumlaufen kannst. Ich denke, wir machen so einen Viererrahmen. Wenn du alle 4 nimmst, dann kannst du natürlich da oben ein bisschen was hinstellen. Ja. Ja, wir machen 4, würde ich sagen. Macht's mit Säulen und oben einfach Ceiling drauf, ne? Oder? Ja, mit Säulen. Ich dachte, du willst richtig Türmchen, also richtig mit Türmchen können wir auch machen. Macht's, wie ihr wollt. Ob jetzt Säule oder Wände. Oh, ich finde Wände schöner. Oh, okay. Gibt wenigstens einen schönen Turm. Ja, klar. Machen wir hier mal ein Geländer hin. Zar, hast du noch eine Tür? Hattest du nicht die Schrägen mitgenommen, Koja, die Stromleitungen oder nicht? Okay. In welcher Basis waren die? In der PvE-Basis, in meinem Schnellflieger, im T-Rex-Press. Okay, ich bin gleich wieder da. In den Foundations hinten bei dem Tunnel sollte einer von euch gucken. Ich finde, der setzt die zu hoch. Also so, wenn ich mir das so angucke, wie er die setzen will. Foundations, Tunnel. Ja, hinten am Zugang. Ja, das... Das ist, also du meinst, dass die Wände schweben, oder wie? Ja, wir wollten das ja zumachen mit den schwebenden Wänden, dass wir unten Foundations hinsetzen, aber wenn ich da eine Foundation so setze, wie er sie mir grün anzeigt, dann setzt er die extrem hoch. Mhm. Also höher als eigentlich gedacht. Mhm.
Tja, was willst du machen? Man könnte es höchstens, dass man die Wände weglässt zur Not. Dann hätten wir da vorne erst eine Tür. Ja, das ist auch schwierig. Ist immer schade mit diesen schwebenden Sachen. Wenn man da unten drunter eine Fans Foundation macht, die kriegt man nicht drunter gezimmert, oder? Habt ihr links und rechts die Foundations auch probiert? Dass man praktisch den Gang zwar höher lässt, aber dass links und rechts die Foundations sind. Ja, ich will ja an der Außenseite die Foundations setzen. Wenn es dort nicht klappt, Nur probier es so. im Gang direkt. Also Ja, dort, wo es rein sollen. im Gang direkt ploppt das, ich kann sie ja mal setzen. Ach so. Da sitzt also so. Ja, da kommt man dann gar nicht mehr rein. Aber da kommt man nicht mehr durch, da Ja. sitzt also auch schon zu hoch. Ja. Okay, na, ich sehe es ja nicht, deswegen frage ich Ja. ja. Und außen setzt also sogar noch ein Stück höher. Aha. So ungefähr eine Steinreihe von dieser Mauer, wenn man guckt, setzt das außen noch höher. Ansonsten tricks man wirklich mit die Stone Fence Foundations. Die kann man doch stapeln. Zur Not müssten wir die dann da drunter stapeln. Oder man lässt halt die Wände weg und macht es als Säulengang. Das ist ja auch nicht so dramatisch. Dann hat man halt hier nur keinen richtigen Eingang in dem Sinne, sondern halt nur die Säulen. Und dann da vorne halt die Tür erst. Ja, ich finde die Idee gar nicht schlecht mit den Stonefence Foundations da Ja, drunter. das ist ganz schön tricky. Weil du die meistens nicht so Ja, gerade stimmt, platziert bekommst. Also, die ploppen ja nicht. ja. Also, das hatte Ach, ich auch Alei schon. braucht Übung. Allein braucht Übung. Und wir sehen, dass das dann das lustigste Video bei Alei. Genau so ist Ja, das Langweiligste, weil ich so lange davor sitze, bis es endlich in die Richtung zeigt, wie ich es haben will. Sollen wir hier oben eigentlich auch Geländer machen? Oder? Könnte man eigentlich machen. Naja, ich muss 6 Stück setzen, nehme ich mal 24 Stück mit. Da brauche ich aber noch tonnenweise Geländer, glaube ich. Mal gucken. Mal gucken. Es ist immer so, ich weiß nicht, wie baut ihr denn? Wenn ihr irgendein Haus baut hier jetzt bei Ark oder sei es bei Creativerse, habt ihr da einen festen Plan? Oder baut ihr wie ich Nö. einfach drauf los und dann kommen die Mal schauen, Ideen? was draus wird. Ja. Also ich habe meistens so ein grundlegendes Bild im Kopf, aber ich passe mich dann immer an die Situation an, wie was passt. Ja, das Ding ist immer, ich habe dann auch meistens ein Bild am Anfang im Kopf, aber dann stelle ich sehr schnell fest, dass dieses Bild gar nicht geht. Mir fällt währenddessen so viel anderes ein, dass es am Ende garantiert nicht so ausschaut, wie am Anfang geplant. Ja, das ist es einfach. Und dann kommen halt noch die Gegebenheiten dazu, dass man irgendwie feststellt, dass einiges nicht geht. Ja. Oh ja, dass man plötzlich einen Bug in der Türe hat. Oder so. Ich muss dann aber die hinteren Wände nochmal wegreißen, weil sonst kann ich da drunter nicht die von Fenster setzen. Ja, Gott, solange du nichts einstürzen lässt, ist alles so gut. Ne, es sind ja die schwebenden Wände. Ja. Die sollte man ja auch schnell wieder ersetzt haben. Also wie meine Zuschauer sehen, der Weg ist voll nah, PvE-Basis und Vulkan. Bist immer noch am Fliegen, ja? Ja. Ja, aber dann hast du mal wenigstens diesen schönen Flug gezeigt. Hast du jetzt den Express wenigstens? Nein, für den wäre echt schwer. Ach so. Ihr habt doch die ganzen Kabel mit und alles. Ah, okay. Kann ich noch eine bauen? Nee, kann ich nicht. Eieiei, da brauchen wir ja noch ein paar. Auf die Idee bin ich nicht auch erst bei der Basis gekommen, dass ich den ja nehmen könnte. Tja. Aber da hätte Tja. ich vorher entladen müssen. Hätte Fahrradkette, ne? Bingo! Schauen wir mal, was brauchen wir denn für diese Wood Railings, Railings oder wie auch immer die heißen? Wood. Lass mich raten. Fiber, Wood und Thatch. Jupp, so ist es. Haben wir noch? Wood, Wood, Wood. Zur Not Wood und Thatch ist noch bei mir im Vogel. Fiber in der Tat wäre es gewesen, was ich noch brauche, aber das habe ich jetzt auch alles da. Denke mal, dann reicht's bald. So.
Bin mal gespannt. Auf schneller! Ich bin so gespannt auf die ersten Dodo-Kämpfe. Vor allen Dingen müssen wir ja auch noch vorher testen, ob das überhaupt so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Ein Dodo haben wir ja schon. Bäh. Die Amazonen haben einen 120er mal gezähmt, oder wie war das? Wie ist das? Weißt du das noch? Ja, ja, das, den habe ich getämt. Beziehungsweise eigentlich habe ich zwei, einen 116er und einen 120er. Der Streber wieder. Von daher gehe ich stark davon aus, dass die Amazonen gewinnen werden. Wir haben 112er. Naja, und einen Ei geschlüpften, den Auserwählten. Er ist nicht zu unterschätzen. Eben, wollte ich doch was erwähnen. Der ist nicht zu unterschätzen, unser gezüchteter Dodo. Jetzt bin ich mal so fies. Wenn da oben schon sowas spawnt. Na gut, ich könnte auch gucken, dass ich die Fans Foundations leicht dahinter setze und wir so die Lücke zumachen. Was wird von der Idee gehalten? Alles Mist hier. So, was für eine Idee? Sorry, ich war gerade am Looten. Dass ich die Fans Foundations leicht dahinter setze, hinter die Wand, und wir da noch eine Wand dann draufsetzen. Um so die Lücke quasi zu machen. Dass du die als Basis setzt, also so hier, wie du es jetzt hast quasi, und da drauf jetzt die Wand. Ja, nee, dass ich die jetzt nochmal wegreiße und die so ein ganz klein bisschen nach dahinter versetze, dass wir dahinter eine Wand setzen. So. Hier, du, letzten Endes, wie du es machst, ist wurscht. Weil so aufeinander stapeln können wir nicht. Wenn es halbwegs lückenfrei ist, ist es gut. Und wenn es nicht geht, geht's nicht. Dann machen wir halt wirklich nur den... Ja, das ist echt doof, dass die hier... Es gibt eine Mod, die, da bin ich schon überlegen, ob man die vielleicht beim nächsten Server dann, wenn wir tatsächlich einen Vibe machen, ob man da dann tatsächlich das Ding installieren, dass diese Kollisionsabfrage nicht ganz so hart ist, dass man die Wände mehr in den Boden reinbauen kann. Ja, die wäre schon cool. Die würde da schon ganz schön helfen. Das war ja auch bei meiner PvE-Basis, da wo ich die Farm da gebaut habe. Oder bei der Brücke in der PvP-Basis. Bei der Brücke, genau. Ja, richtig. Ja, oder wir setzen sie auf den Boden und lassen oben eine Lücke. Ja. Das wäre die Alternative. Die Frage ist, wenn du jetzt, ob du es dann stapeln kannst, dass es nach oben vielleicht durchgeht, nur nicht nach unten rein. Nee, geht nicht, habe ich schon. Das bin ich ja gerade am probieren. Hm. Also wenn ich da eine Wand draufsetzen will, zeige ich da so rot. Ja. Gott. Kann ich auch nicht mit dem Winkel tricksen, wie bei anderen Sachen. Es geht dann halt nicht perfekt. Was willst du machen? Also ist Push am Bau erlaubt? Push am Bau ist wahrscheinlich sogar ein Muss. Okay, gut. Ich würde es dann wenigstens so setzen, dass wir die Lücke oben haben. Dann kann da nichts nach links oder rechts abhauen. Ja. Ist okay. So, dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Schauen, wie du meinen Push am Bau vertuschen kannst. Erstmal bräuchten wir jetzt hier eine Abnahme für das Türmchen. Das Türmchen? Das sieht doch schon gut aus, klar. Denke, weil das wäre nämlich jetzt so weit fertig. Außer du willst da oben auch noch so Geländer raufsetzen. Muss ich eine Bauabnahme machen hier? Ach so, ja, oben natürlich, du Chef. Gerne. Oben Geländer wäre vielleicht gar nicht so dumm, oder? Überlegen. Ja, das mit dem Hedgeframe ist so ein bisschen unpraktisch, weil man muss ja hier stehen. Ja, aber wenn die Tür zu ist, ist ja... Ja, dann geht's, ja. Oh, du könntest ins hintere Eck legen, da wärst du nicht im Weg. Genau, das wäre wär eventuell das Einzige. Aber hier hat man einen guten Überblick. Wenn man da oben steht, kann man nämlich alles sehen. Kann die Dodos dirigieren. Ja. Man hat alle Ecken im Blick. Das ist gut. Und jetzt überlege ich nur, wie wir das eventuell machen, dass wir hier dann die Flutlichtmasten haben. Eventuell die dann nochmal auf... Du kannst ja hier einen Pillar hinsetzen. Du könntest... Pillar und oben drauf eine Ceiling und da drauf dann die...
Oder du lässt oder? Unten zwei Wände weg und stellst sie unten hin. Also praktisch auf die erste Plattform im Turm. Dass sie praktisch unten aus dem Turm rausleuchtet. Ach so, das. Dass man hier das in der Mitte das Licht hat, mehr oder weniger. Genau. Wäre auch eine Möglichkeit. Da müsste man nur, ja, wie durch ein Fenster durch, oder wie würdest du das machen? Ja, einfach die zwei Wände im Eck wegreißen und da den Lampenwerk einstellen. Ich weiß nicht, ob das so gut aussieht dann, oder? Wenn da so eine Ecke fehlt. Oder man stellt sie einfach innen rein und lässt sie durch die Wände durchscheinen. Die scheinen ja glücklicherweise auch durch Wände. Mhm. Na gut, wir könnten ja sonst erstmal ein bisschen was ausprobieren und wenn es nicht gut ist, dann ersetzen wir es eben. Mhm. Ja, es könnte sein, wenn man nur da hinten, wo ich den Pillar gesetzt habe und dann da die Lampe drauf machen, dass die zu weit weg ist. Weil so ewig weit scheinen die ja auch nicht. Ne. Ganz zur Not müssten wir sie hier unten setzen, in die Ecken. Auf einem Pillar drauf oder so. Ja, macht einfach erstmal die Türme und dann schauen wir mal, wie wir die Lampen platzieren. Guckt mal jemand nach, ob wir noch Wände da oben haben. Ich hätte noch 9 Stück im Inventar. Falls noch ein Stück können wir nicht für ein Türmchen. Nee, ja, nee, so nur sehr. Falls jetzt in der Kiste noch mehr liegt. Aber es nicht ganz reicht. Aber sonst bringe ich nämlich noch Wände mit, ich hole nämlich gerade ein bisschen Holz. So, nee, Wände brauchen wir. Bisschen was zur Verschönerung hier noch. Mal gucken. Wirkt das? Mal gucken. Es kommt wieder hier Design-Elemente. Weißt du, ihr seid noch längst bei dem ganzen praktischen Zeug und der Koja fängt bereits an, wieder an Schnick und Schnack zu denken. Geht nicht. Na komm. Ich hab's gerade gesehen. So. Mitgekriegt, Obi, Wände können wir gebrauchen. Ja, aber packe ich gerade ein, was wir noch haben. Also jetzt hier unten. So, und dann können wir da nämlich noch Banner erstellen. Da habe ich jetzt nämlich noch die Überlegung, dass wir noch so ein paar Flaggen aufstellen können am Eingangsbereich. Oder du machst wirklich da den Pillar mit dem Ceiling drauf und stellst da oben einen Banner auf. Ja, ja, das auch. In jede Ecke. Also es wäre natürlich das Ideale, wenn jede Fraktion, möchte ich fast sagen, dann so ihren Turm hat und damit auch ihren Banner. Aber müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie einfach nur farbig machen. Dann einfach die grüne, die rote, die blaue Ecke und so weiter. Oder ob wir da wirkliche Flaggen hinbekommen. Das weiß ich noch nicht. Was guckt denn hier raus? Stromkabel. Das ist Pfusch am Bau. Ich sag ja, Pfusch am Bau muss sein. Du hast gesagt, das muss sein. Also das geht ja gar nicht. Dann komm rein und mach selber. Ich kann mir schon vorstellen. Dann probier's. Ich kann mir schon vorstellen, wie es ist. Ich hab da doch auch schon geflucht. Ja, das Problem ist, ich bin bei der letzten Gerade und ich krieg's nicht so hin, dass man es dann oben nicht sieht. Ja, das Stromkabel ist was ganz Tolles. Das habe ich in der PvP-Basis geflucht. Warum habe ich gesagt, ich mache das? Weiß ich nicht. Ich hatte mich auch gewundert, aber ich habe dann überlegt, nee, komm, nicht widersprechen. Sei nicht doof, sag ja und Amen. Genau. Wo ist denn? Wahrscheinlich machst du es, weil du die meiste Erfahrung damit hast. Hat jemand meinen Shadow? Ja. Wo? Unten. Wo unten? In der Basis, um Wände und Holz hochzubringen? Ach so, du bist so. Aha, okay, toll, ja. Mhm. Das ist schön. Okay, das man freut sieht mich, die Leitung doch das nicht sind durch. Meine Baumaterialien drin. Ich bin ja schon auf dem Weg. Koja, während du keine Baumaterialien hast, kannst du dir überlegen, wie wir den Push am Bau tarnen. Eine Fahne da vorstellen. Das ging nämlich so. Dreimal. Dreimal? Naja, leider bei fast jeder Ecke. Muss ich eine Fahne vorstellen jeweils wahrscheinlich. Also eins sehe ich so, das ist klar. So. Was haben wir noch? Nö, ich sehe nur eins rausgucken bisher. Ja, eine konnte ich gerade entfernen, die brauchen wir nämlich nicht. Also eigentlich ist es nur vorne die. Cool, habe ich die anderen Ecken doch geschafft.
Scheinbar, ja. Und hier das, ja. Ja, also da sehe ich es auch. Aber wahrscheinlich nur, weil ich dauernd mit Stromkabeln arbeite. Ach da, ja, okay. Da habe ich drüber weggesehen. Ja, also wirklich, wirklich heftig rausgucken tut es nur hier vorne, aber... Ja, da kann ich es nicht verhindern. Ja, die Frage ist, was machen wir da? Entweder ignorieren wir es oder vielleicht fällt noch was Kreatives ein. Mal gucken. Häng mal einfach einen T-Rex-Schädel dort auf. Es gibt doch die Trophäen. Ja. Hängen wir die drüber. Obi opfert sicher seine Trophäe dafür, beziehungsweise haben wir wahrscheinlich sogar noch irgendwo eine. Wir haben, glaube ich, noch zwei im Schrank liegen. Wir hängen ein paar deiner Gemälde dahin. Meiner? Nee, wenn dann eure. Ja, du hast doch so schöne Gemälde. Ja, ja, eins von Xar, eins von Koya, eins von Alaytok. Alle dienen alle nur zu Pressezwecken. So, Fleck. Wir hatten jetzt das vierte Outlet. Und sagst mir nicht, keiner hat's mitgenommen. Ist in meinem Shadow sind noch zwei Outlets. Der ist ja wieder da. Der ist jetzt wieder da mittlerweile, genau. Oh, die sind groß, die Flaggen. Die sind echt groß. Nice. Nur die Frage, wie rum? Kann man die drehen mit E? Nee. Ist dieses Türmchen nicht ein bisschen übertrieben? Es ist groß, ne? Aber es ist andererseits... Na gut, dann fliege ich noch einmal zur Basis. Das Outlet reicht nur 3 weit. Ja, eigentlich sollte es weiter reichen. Das müsste nicht sollte, sein. Es sollte eigentlich... Probier es mal zu setzen. Also es sollte eigentlich reichen. So, einmal. Was brauchen wir jetzt noch für eine weitere Flagge? Zumal wir auch jetzt immer noch nicht wissen, wo wir die Lampen setzen. Es kann auch sein, dass wir die relativ weit unten setzen müssen. Das ist so das Problem noch immer. Und da oben soll dann der stehen, der die pfeift? Der die dirigiert, genau. Okay. Findest du es zu weit? Klingt so? Nee, aber dann könnte man da schön links und rechts an die Ecke jeweils die Lamppost setzen. Ja, also in der vorderen Ecke steht ja derjenige, der pfeift. Genau, und links und rechts hinten könnte man die Lampposts machen oder halt direkt da beim Wechsel von den Ceilings. Wäre fast gescheiter, weil es nicht so weit weg sind. Ja, das ist halt, wenn die jetzt... die Frage ist, wie weit können die scheinen, ohne dass es Probleme gibt. Ja, ich werde wohl eine opfern und ausprobieren. Genau, müssen wir wohl. Kann man die noch drehen nach dem Setzen? Ja, oder gesagt? Müsste man, ja. Also wenn du einmal klickst, dann... Einmal klicken, dann ist sie grün und dann, wenn du mit der Maus hin und her fährst, kannst du im Kringel drehen. Halt dich aber möglichst weit weg, damit du die ganze Lampe siehst. Dann brauche ich jetzt noch die kleinen Flaggen. Wenn du nah dran stehst, siehst du nur den Fuß und ja. Weißt nicht, wie hoch sie denn leuchtet. Oh, mal, wie groß, wisst ihr, wie groß die kleinen Flaggen sind? Es gibt kleine Flaggen. Ja, es gibt diese großen Masten, die ich jetzt davor gebaut habe, und es gibt die kleinen. Aber dann schaue ich mal. Ach, die hast du gebaut. Die anderen müssen in etwa gleich groß sein, nur eben halt nicht zweigeteilt wie die hier. Ach so, okay. Die sind so etwa wie die Flagge von der Bloodmother, wenn man die umhaut, nur eben in weiß und bemalbar. Ah, okay. Okay, verbinden tut sie sich wirklich von unten. Na wunderbar. Wer hatte das? Ah, da ist es. Das ist die so. 2 geteilte und das ist die... Ah, ja, okay, die sind tatsächlich genauso groß. Na ja, gut. Oh, Kabel. Oh, macht voll hell, hä? Also ich sehe da unten irgendwie... Moment, die Lampe ist nicht an. Achso, dann dreht's das einmal auf. So. Das ist an. Naja. Hat das mag jetzt irgendwas gemacht? Mag man über Nacht machen, Xa? Ja, ich sehe unten jetzt, das leuchtet. Okay. Wie bitte?
Mach mal Nacht. Ja, Moment. Mist. Plumps-Counter. Also Sternchen hat er schon. Kannst du mal... Nee, dein Plumps-Counter ist aber bitte in einem anderen Spiel, ja? Ja, an sich schon, ja. Alai, kannst du da kurz weggehen? Genau, danke. Alai ist so ruhig. Ich beobachte. Seht ihr da unten irgendwie mehr? Ja, also das ist ein bisschen heller, ja. Ein bisschen heller Scheiße. Ist gut. Das ist voll gut ausgeleuchtet, die eine Ecke. Überlegen, guck dir mal den Unterschied an. Davon vier Stück. Ja, okay, das schon, ja. Nee, ja, achte. Ja, wenn wir acht machen, könnte es vielleicht werden. Also ich finde es so schon echt gut ausgeleuchtet. Wie komme ich da? Achso, da hinten. Genau, musst hintenrum wieder raus. Mist, jetzt hätten wir eine Leiter rausbauen. Jetzt hätten wir aber eine Leiter für zwischendurch reinbauen müssen. Ja. Allei. Denk dran, dass ihr da oben seid. Ja, denk ich dran, nicht. Ich bin zurzeit schwer bewaffnet. Und das sollte mich stören, weil? Weil ich circa 40 Schuss in wie viel Sekunden schießt die? Ich wiederhole, und das sollte mich stören, weil? Ihr seid im selben Tribe, also es wird schwierig, Alai. Scheiße, ich kann sie ja nur betäuben. Aber die Türme sind ja noch nicht fertig. Was macht denn die eigentlich die ganze Zeit hier? Bei mir bitte hinten, ich hab den Zugang verkleidet. Ich wollte die Flaggen stellen. Ich bin ja schon dabei. Aber dafür sind die Sitzbänke hier in der oberen Reihe. Die Loge. Kannst du den Zugang mal angucken? Ui. Ja, das ist doch besser auf jeden Fall, als wenn unten die Lücke ist. Ja, denke ich mir auch. Wollen wir es jetzt Nacht lassen oder wolltest du wieder Tag machen, Xa? Also ich hätte nichts dagegen, wenn es Nacht lasst, dann habe ich es beim Setzen der Lampen ein bisschen einfacher. Ja. Dann lassen wir noch eben Nacht. Okay, und dass da oben noch Wände gehen, das hast du probiert, da ist nichts zu machen. Ich hatte es in beide Richtungen probiert, funktioniert nicht. Wo ist denn das Dach da bitte und wo ist die Leiter? Ja eben, das ist ja, das ist völlig unprofessionell hier. Oh. Wie soll ich jetzt da arbeiten? Ob ich es jetzt auf die Mauer draufstecke oder von oben runterhängen lasse, in beiden zeigt er rot. Ja. Oh, was? Gestern lassen sie mich in Löcher reinfliegen und heute sind einfach die Dächer nicht drauf. Nee, Moment, in das Loch hast du dich selbst manövriert. Jetzt du nichts. Was habe ich verpasst? Auch ein paar Leitern. 9 Stück. Leitern? Ja, dann bauen wir welche. Also wenn ich schuld an was bin, ziehe ich mir auch den Schuh an, aber in das Loch hast du dich selbst manövriert, darauf bestehe ich. Ja, das stimmt. Ich dachte, sowas schaffe nur ich, mich in Löcher zu manövrieren. Sehe unsere Höhlenexpedition. Nein, du kannst da ja meine Folge anschauen, meine letzte da. Okay. Also, wann kommt die? Am Sonntag, haben wir gesagt, oder? Yep. Wie viele Leitern brauchst du? 9? 9. Jeweils 3. Gut, komm. So, die Stone Pillar haben wir fertig. Es wird. Ja, also wenn wir wirklich auf jeden Turm 2 von den Scheinwerfern setzen, dann sollte das mehr als hell genug sein. Ja, aber nicht die halbwegs schön ausgerichtet kriegst, so wie die da drüben geht's eigentlich. Hm. Also ich find's ja, wie gesagt, also bei mir sieht das jetzt schon hammer beleuchtet aus. Obi, bleib mal kurz. Wollen wir nur kurz was holen? Naja, die Leitern, wollte ich dir nur. Ah, ist okay. Danke. Bitte. So. Ja gut, dann machen wir jetzt halt ein bisschen Nachtfolge. Ist ja auch nicht schlimm. Zumal bei dem Flutlicht ist Nacht relativ. Ja, muss ich sagen. Wird schon deutlich heller jetzt mit den zwei Sachen. Der Tester Level 11. Wir müssen, also in einer der nächsten Folgen muss es dann bereits einen kleinen Testkampf, Dodo-Testkampf geben. Allei gegen Dodo oder wie? Allei gegen Dodo, genau. Ich gehe auch. Wie hoch dürfen wir wetten? Koja, ich gehe dann auch minimal bewaffnet rein, nur so. Ja. Also ich setze 5 Halber auf den Dodo. Ich gehe 5 Halber auf den Dodo. Ein Fiber gegen Allei.
Also allein, du überzeugst die Leute scheinbar nicht, trotz Wumme. Also, wenn die Quote so gegen mich steht, dann wette ich auf mich selber und gehe wirklich mit dem Assault Rifle da rein. Der arme Dodo. Der muss aber Panik haben vor dem Dodo. Aber echt. Nee, das dann mache ich daraus eine ganz eindeutige Sache. Das sagt ja schon alles aus, wie gefährlich Dodos eigentlich wirklich sind. Aber ich finde das gut, dass er da Respekt hat. Weil Weltherrschaft und so, das ist ja nicht nur dahergeredet. Das wollen die was, ja immer noch. Ich versuche mich nackig und im Faustkampf. Boah. Das ist unfair. Ja. Ja, ich erschrecke ihn so, dass er erstarrt und sich nicht mehr bewegen kann und dann hau ich um. Okay. Er kämpft mit unlauteren Mitteln. Ja, absolut. Kann ich eigentlich schon irgendwo hoch, Obi? Hast du schon mal irgendwo eine Leiter gesetzt? Ja, ich setz doch hier gerade. Das ist ein bisschen. Jetzt sei schwierig. Doch lieb, Kuya. Es ist ein bisschen schwierig. Ich habe den Turm vielleicht ein bisschen zu hoch gebaut. Ein Träumchen. Na, du, kann ich dir eine Fackel hoch, eine Standarte hochwerfen? Nein. Ich versuche mich gerade an den Lampen. Was ziemlich doof ist, weil mein Vogel im Weg steht. Ja, eben. So, das erste Türmchen ist wahr. Nein. Oh. Kann jemand den Vogel da runterholen? Vogel oben, einmal Koja unten. Falscher Server. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Also ich habe das betretbare Türmchen gefunden. Ja, das ist schön, ich auch. Ey! Ich sag's ja nur ungern, aber ich habe hier so einen kleinen Schönheitsfehler gefunden. Ja, ich bin wieder runtergefallen. Was ein Schönheitsfehler? Jetzt sag nicht, dass du so ein Stromkabel gefunden hast, dann hau dich nämlich die Danu. Nee, hier ist eine Wand verkehrt rumgesetzt worden. Du, die Dings ist aber schlecht. Was? Die müssen wir nochmal setzen hier, das Trapdoor. Ja, es ist schwierig, vom in was zu setzen. Weil in die hintere Ecke sollten die Fahnen. Es hieß es, die Trapdoor. Naja, aber das geht doch trotzdem. Die Fahne müsste doch dahinter gehen. Soll ich die so weit nach hinten setzen? Ja, würde ich schon sagen, weil sonst reißt uns eventuell die Lampen wieder ab. Na gut. Dann machen wir sie halt so in die Ecke. Ich würde sagen, ja. Schaut doch ganz gut so aus. Ja, da drüben habe ich es ein bisschen weiter vorgesetzt, aber dann ist das halt. Dann setze ich die halt nochmal anders da drüben. Ja. Aber ich finde die Trap-Door schon ganz gut hinten, weil sonst kann jemand draufstehen und es macht ein anderer auf, dann ist das wird schon wieder gemeckert wegen unfair und Sabotage. Sabotage, genau. Naja, die unter sind Türen PIN-Code, also. Ja, nee, während des Wettkampfes darf hier sowieso keiner mehr dann da rein, also. Außer der Spielleiter. Aber jetzt sind alle vier Türmchen fertig. Hey, super. Und die letzte Flagge. Ah, du setzt die Trapdoors aber auch, wo du willst. Bei jedem Turm woanders. Na schade, die Wand kann die ich nicht ersetzen. Die Türme sind halt individuell. Ja. Aber dann beschwert sich am Ende wirklich einer, dass er wegen der falsch gesetzten Trapdoors eine Sekunde später am Platz war. Wir müssen ja für absolut gleiche... Ah, ich habe sogar noch das Material. Für absolut gleiche Bedingungen sorgen. Ansonsten... Die dürfen wir eh erst anfangen, wenn alle oben sind. Ja, klar. Okay, also die falsch gesetzte Wand kann ich nicht ersetzen, irgendwie. Manchmal sind sie ein bisschen zickig, die Wände. Ja, ich habe es jetzt wirklich mehrfach von allen Seiten versucht. Ja, so. Es hat doch schon ganz gut ausgeleuchtet aus, oder? Ja, jetzt ist nur ausgerechnet wieder Tag. Dann machen wir eben wieder Nacht. Nee, sieht gut aus, glaube ich. Aber genau hier in der Ecke haben wir eine Wand, die ist verkehrt rumgesetzt. Und dann müsstest du die Rampe nochmal wegreißen. Ach so, die. Ja, Gott, also bitte. Nee. Bisschen Fusch am Bau, haben wir ja gesagt, ist erlaubt.
Es ist nicht symmetrisch, das müsste dich aufregen. Ich glaube, das war sogar ich. Ich glaube, das war sogar ich da hinten, wenn ich mich noch richtig erinnere an die letzte Folge. Ja, und ich habe es jetzt aus jedem Winkel versucht, ich werde das Ding nicht los. Nee. Da waren wieder Profis am Werk. Ja doch, ist doch schön hell. Das wird. So, hier oben fehlen noch so ein paar Bänke, die müssten wir dann demnächst nochmal stellen. Ja, ich habe jetzt alle verbaut, die da waren. Mhm. Also müsste man das nochmal bauen. Ja, dann brauchen wir erstmal wieder Holz. Ja, aber das eilt jetzt nicht super. Aber ich denke, alle 8 stehen. Ja. Alle 8 stehen, die Flaggen stehen, die Türme stehen, die Readings stehen, also die Geländer. Jetzt müssten wir nur noch überlegen, ob wir die noch irgendwie bemalt bekommen, die Flaggen. Na komm, spring da runter. Komm ich hier nicht drüber? Naja, ich würde sagen, eine Flagge für Xar, eine Flagge für Alai, eine Flagge für Ubi und eine Flagge für Kuya. Nein, für dich. Du hast dich vergessen, Danu. Nein, ich habe mich nicht vergessen. Ich setze gerne aus und mache meinen Platz für die Dame frei. Nee, Danu macht den Eingangsbereich. Danu macht die großen Flaggen hier im Eingangsbereich und wir machen die Türmchen. Aha. Oh Gott. Okay. Was sollen wir da machen? Malen. Mal nach Zahlen. Also den Türmen jeweils ein farbiges Symbol geben. Ja, ich färbe meine Flagge blau und das ist das blaue Team, danke. Ja, das ist zu simpel. Also blaues Team gerne, aber da musst du halt ein blaues Symbol, ja, ein blauer Dodo beispielsweise. Oh Gott. Müssen wir mal gucken, was uns da einfällt. Okay, also ein dicker, runder Kreis mit einem Strich nach oben und einem Schnabel. Genau. Irgend sowas werden wir schon hinkriegen. Alles klar, ich würde sagen, die Folge ist wieder ewig lang genug. Aber ist cool geworden. Also, die Arena ist so gut wie fertig. Und ja, damit. Wir können ja nächste Folge quasi den Abschluss des Baus und den Test mal zeigen. Genau, in einer der nächsten Folgen. Ob wir jetzt dreimal hintereinander Dodo Arena machen, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen gibt es dann auch die Einweihung im Sinne von Test. Lauf und letzten genau. Arbeiten. Schaut aber gut aus. Ich denke auch. Also dafür, dass wir das jetzt hier so relativ flott aus dem Boden gestampft haben. Ich meine, 2 Folgen insgesamt ungefähr 1 Stunde. Gut, Vorbereitung war auch noch ein bisschen. Aber nice. Cool. Ein gutes Team, was wir hier sehen, würde ich sagen. Also, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, bedanke mich bei euch fürs Mitmachen und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.